kommt jetzt bestimmt wieder zurück. Der Bernd teilt den Link, dann könnt ihr das Video ganz anschauen. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr bereit seid, heute dieses kleine Interview mit mir zu machen. Und ich fange mal so links außen an mit dir. Stellt euch kurz vor, Vorname, Name, Alter und wann warst du das erste Mal im Gottesdienst? Shalom, ich bin Johannes, ich bin 23 und ich war das erste Mal hier, das war ein Heilungsgottesdienst von dir, letztes Jahr, im November, glaube ich. Okay. Weiß ich nicht genau. Und da hatte die Marion mich eingeladen, dass ich mal mitkommen soll. Cool. Hallo zusammen. Ich bin eigentlich ein altes Gemeindekind, aber ich heiße Manuel, 29 erstmal, ne? Ich bin ein altes Gemeindekind, schon hat er mal eigentlich groß geworden quasi in der Gemeinde. Mit 4, 5 bin ich da reingekommen. Und ja, das ist eigentlich so meine Story, wie ich das erste Mal hingekommen bin. Und wann kam dein Comeback? Wann warst du das erste Mal wieder im Gottesdienst? 2023 im Dezember. Okay, cool. Wer hatte denn Manuel denn im Kindergottesdienst? Jemand hier? Ufa? Ja. Hey! Super. Ja, Frage Nummer 2. Was hat dich in deinem Leben dazu gebracht, Gott zu ignorieren, Johannes? Das fängt eigentlich an. Ich bin komplett ohne Glaube aufgewachsen. Eigentlich jeder in meinem Umfeld hat keinen Glaube in sich getragen, keinen richtigen Glaube. Ich bin zwar getauft und konfirmiert, aber das hatte keine wirklichen Glaubensgründe. Es war eher Tradition und ich habe diese ganzen Lehren auch nie verstanden. Ich meine, man hat ja schon ein bisschen Bibel beigebracht bekommen während der Konfirmation, aber ich habe das gar nicht verstanden. Und ich war auch immer sehr rational. Ich habe an das geglaubt, was ich sehe. War auch sehr interessiert an Physik und der Wissenschaft. Und ich habe immer gedacht, dass beides gar nicht zusammen funktionieren kann, wie Leute heutzutage überhaupt noch an Gott glauben können, weil ja eigentlich die Wissenschaft die Gott widerlegt, habe ich zumindest gedacht. Als ich mich dann wirklich mal mit Physik, Astronomie, Astrophysik beschäftigt habe, habe ich gesehen, dass eigentlich eher das Gegenteil der Fall ist, dass die Physik und die Wissenschaft nach Gott ruft und dass nicht etwas aus nichts entstehen kann und so weiter. Ja, aber als ich das verstanden habe, da war ich so 18, 19, da war ich leider in einer sehr schlechten Lage in meinem Leben. Ich habe sehr viele Drogen genommen zu dieser Zeit, deswegen war ich sehr abgelenkt von weltlichen Dingen. Ich habe eher darüber nachgedacht, was ich nächstes Wochenende mache, als irgendwie an die Ewigkeit zu denken oder sonst irgendwas. Ja, und da habe ich auch sehr viele Abgründe menschlichen Lebens gesehen, wie Menschen sich von Drogen komplett kontrollieren lassen, wie Familien kaputt gehen daran, alles Mögliche. Und ich konnte auch wirklich, die Leute, die ich meine besten Freunde genannt habe, haben sich gegenseitig beklaut, belogen und so weiter. Also ich konnte niemandem vertrauen. Ja, dann habe ich irgendwann aufgehört, mit diesen Leuten was zu tun. Ich habe komplett den Draht abgebrochen. Hab dann wieder den Sinn des Lebens gesucht. Hab dann gedacht, das ist irgendwie Geld oder Stolz, irgendwas. Aber ja, dann, das würde schon auf die nächste Frage eingehen. Ich habe dann etwas erfahren, wo ich drauf eingehe gleich. Perfekter Break, das erhöht die Spannung im Saal. Aber wir sind gut drauf. Wir sind, früher ist jetzt intern, ihr hört kurz weg. Wir sind ein bisschen besser in der Zeit, also entspannt euch ganz vom Erzählen. Also ja, trotzdem haben wir mit dem. So, wie war das bei dir, Manuel? Bei mir war es ein bisschen anders. Mhm. Da ich ja als Gemeindekind groß geworden bin, hatte ich das ja schon alles und kannte das irgendwie schon. Habe aber mit 17, 18 meine Ausbildung in der Gastronomie angefangen. Dementsprechend habe ich Wochenende gearbeitet, war dann halt räumlich getrennt von der Gemeinde. Habe dadurch eine Erfahrung gehabt, neue Leute kennengelernt, war halt interessant. Da man in der Gastronomie sehr viel arbeitet, sehr wenig Freizeit hat, wird man so da drin erwachsen. Mhm. Mit Anfang 20 denkt man sowieso, einem gehört die Welt. Dann ist einem das sowieso egal. Das war alles, ein bisschen interessanter als die Gemeinde. Oh, die sind alle locker drauf, easy. Und irgendwann kam aber dann der Zeitpunkt, dann 2016 rum, wo mein Vater krank wurde. Der hatte Krebs, auch schon mit Metastasen im Rücken. Und von 2016 bis 2019 war eine ziemlich schlimme Zeit in meinem Leben, weil mein Vater, oder von Anfang an war die Diagnose so, dass er auf jeden Fall daran sterben wird. Und das hat mir schon von Anfang an ziemlich die Hoffnung genommen. Sodass 4 Jahre lang eigentlich nur noch mein Lebensziel war, dass ich für ihn da bin,
ich alles für ihn mache, dass es ihm gut geht und ich mich selbst aufgegeben habe als Mensch. Was für mich halt auch dann dazu geführt hat, dass ich ja noch meinen kleinen Bruder habe, den Julian, der auch hier ist, dass ich so ein bisschen den Vater ersetzen wollte, weil ich habe gesehen, mein Papa kann nicht mehr, dann habe ich das irgendwie automatisch gemacht. Ich wollte ihm auch die Liebe geben, ich wollte ihm zeigen, dass irgendwie alles gut ist, auch wenn es gerade nicht so gut aussieht. Und habe dabei aber mich ganz selbst vergessen. Und dann ist mein Vater aber 2019 im Januar gestorben. Und als das passiert ist, war auch Julian und ich bei ihm am Sterbebett. Und in der Zeit ist bei mir etwas zerbrochen. Also ich bin komplett zerbrochen und ich wusste auch nicht mehr, was ich machen soll. Weil so eine lange Zeit mein Lebenssinn darin bestand, für ihn da zu sein, dass ich meine eigene Identität aufgegeben habe. Und ich gar nicht mehr wusste, was ich machen soll, wer ich überhaupt bin und was ich überhaupt mal werde. Und in der Zeit war ich einfach nur noch eine leere Hülle. Und das ist wie so eine Glasscheibe, die komplett zerbrochen ist. So würde ich das heute beschreiben, die komplett irreparabel war zu der Zeit. Zumindest hat sich das so angefühlt. Und in der Zeit hatte ich natürlich auch Gott die Schuld gegeben. Ich bin ja damit groß geworden, dachte, es kann doch nicht sein, was geht ab? So, warum passiert mir das? Warum passiert meinem kleinen Bruder das? So, mein kleiner Bruder war da zu dem Zeitpunkt 16. Und das hat halt dann dazu geführt, dass ich dann selbst immer mehr verblendet wurde. Keine Lust auf irgendwie Gemeinde hatte, keine Lust auf Gott hatte, auch auf die Person darin. Und mich dann halt von jeglichem distanziert habe. Mhm. Das war so mein Ding. Was hast du gemacht, um diese Leere zu füllen oder zu betäuben? Oder hast du irgendwas gesucht? War die Arbeit oder wo hast du dich dran festgehalten? So? Ich hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich die ersten Monate, nachdem mein Vater gestorben war ich so ein bisschen Schockstarre. Und danach hatte ich gar nichts in meinem Leben. Also ich habe einfach nur gelebt, habe eigentlich nur an heute gedacht und gar nicht daran gedacht, was morgen gewesen ist. Mhm. Bin auch dann depressiv geworden, hatte auch wirklich Gedanken, mir das Leben zu nehmen. Und das war eine schwere Zeit, weil ich gar keine Perspektive in meinem Leben hatte. Deswegen bin ich auch unheimlich dankbar, dass ich meine Familie hatte, weil die war immer da für mich und ich weiß, die Gebete haben nie aufgehört. Haben mir jetzt auch gefruchtet. Und also ich hatte tatsächlich in dem Ding, ich habe mich von allem abgelenkt. Arbeit, Freunde, jedes Wochenende unterwegs gewesen, zeitweise. Und einfach mich von dem Wichtigen abgelenkt. Mhm, verstehe. Danke für eure Offenheit. Ja, jetzt kommt vielleicht die spannendste Frage. Bitte beschreib doch, wie ist es dann dazu gekommen, dass du aufgehört hast, Gott zu ignorieren? Wie hast du dich auf Gott eingelassen? Also wie gesagt, ich habe einen Sinn im Leben gesucht, habe gedacht, das wird Geld sein oder sonst irgendwas. Und das war letztes Jahr im Januar. Da habe ich einen Traum bekommen und ich will jetzt nicht den ganzen Traum erzählen, das wird ein bisschen lang sein. Jedenfalls, ich bin, um es kurz zu fassen, in meinem Traum gestorben und normalerweise wacht man dann ja auf. So, dann liegt man im Bett und okay, man hat nur geträumt. Aber diesmal, ich bin nicht aufgewacht, sondern es war alles schwarz. Und als ich wieder sehen konnte, habe ich gesehen, dass ich mich auf einem Weg, befinde. Und dieser Weg, der geht nicht nach oben, sondern der Weg geht nach unten, der geht ins Schwarze. Und obwohl ich mich nie mit Glaube beschäftigt habe, ich wusste, wo ich hinkomme. Ich wusste, ich komme in die Hölle. So, und ich habe zuerst mal gedacht, okay, zu meinen Freunden bin ich gut und ich bin ja eigentlich ein guter Mensch, habe aber meine Feinde behandelt, als ob sie der letzte Mensch sind. Ja, also ich habe gedacht, okay, vielleicht, wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, ich krieg schon irgendwie hin, so mit meinen guten Taten. Nein, natürlich nicht. So, mir wurde gesagt in diesem Traum, ich befinde mich gerade auf dem Weg zur Hölle. Und dann habe ich gefragt, warum? Also in meinem Traum habe ich gefragt, warum? Und dann hat eine Stimme zu mir gesagt, du hast dein ganzes Leben nur gesündigt, was hast du erwartet? Ja, dann ist noch ein bisschen was passiert. Jedenfalls bin ich dann aufgewacht und es hat sich alles auch surreal angefühlt. Es hat sich nicht angefühlt wie ein Traum. Und mir war es einfach klar, obwohl ich nicht wirklich an Gott geglaubt habe, vielleicht an irgendeine höhere Macht oder so, aber mir war klar, dass ich mich, dass das gerade eine Warnung war. Beziehungsweise ich habe sogar eher gesehen, dass das ein Point of No Return ist, dass das schon das Ultimatum ist, dass ich gar nicht mehr rückkehren kann. Das hatte ich dann meinen Freunden Julian und Firas erzählt, weil ich wusste, dass sie so ein bisschen glauben, auch wenn sie jetzt noch nicht an Jesus geglaubt hatten. Aber ich habe das denen erzählt und Firas hatte mir dann gesagt, dass ich das eher als Warnung sehen soll, dass ich mein Leben ändern muss. Und er hat mir dann den Koran geschenkt, weil er gesagt hat, das mit diesem Weg, und also das mit dem breiten Weg, das steht im Koran.
Den habe ich dann auch angefangen zu lesen. Nicht viel, weil die ersten 6 Wochen nur. Weil ich gemerkt habe, dass... Ja, ich habe wieder genau dieselbe Leere und Kälte gespürt, die ich immer hatte, als ich in der evangelischen Kirche oder sonst irgendwas war. Ich habe einfach mich gar nicht wohlgefühlt, als ich das gelesen habe. Wirklich 0,0. Und mir war aber eigentlich klar zu dieser Zeit, also es war letztes Jahr, Januar hatte ich einen Traum. Und den Koran habe ich vielleicht bis März, April irgendwann gelesen. Und mir war eigentlich klar, Gott existiert und auch, dass er mich gewarnt hat. Und ich habe auch versucht, mich irgendwie zu bessern. Habe irgendwie gedacht, okay, vielleicht kriege ich es ja hin mit meinen guten Taten. Ich sündige einfach weniger. Aber ja, obwohl ich es wusste, habe ich zu dieser Zeit noch viel schlimmere Dinge getan, als ich vorher gemacht habe. Ich habe mich gar nicht gebessert. Ich habe noch sehr viele Sünden begangen. Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, ich kann es gar nicht schaffen. Und ich muss es auch gar nicht alleine schaffen. Und meine guten Taten, die würden mich so oder so nicht in den Himmel bekommen, weil jeder begeht jeden Tag Sünde. Und ich habe gemerkt, wie schlecht ich eigentlich bin, wie schlecht mein Herz ist, was ich für ein schlechter Mensch bin. Und dann habe ich mich ein bisschen zurück daran erinnert, weil ich ja auch konfirmiert wurde an Jesus, was er für uns getan hat. Und ich wusste, dass Julians Mom Christin ist. Dann habe ich Julian gefragt, ob er mir eine Bibel schenken kann. Ja, dann, die wollte mir dann noch ein paar Worte dazu sagen. Hatten wir uns getroffen bei ihr zu Hause und sie hat mich dann gefragt, ob ich überhaupt weiß, was Jesus für uns getan hat. Und obwohl mir das eigentlich gar nicht so wirklich klar war, aber ich habe es gesagt mit meinem und ich habe es irgendwie auch geglaubt, dass er für unsere Sünden ans Kreuz gegangen ist. Und an diesem Tag habe ich das erste Mal was gespürt. Ich habe das erste Mal den Heiligen Geist gespürt. Ich habe einfach diese Liebe gespürt. Ich habe gemerkt, dass Jesus gerade da ist. Und seitdem mein Leben hat sich verändert. Am nächsten Tag weiß ich noch direkt, bin ich mal wieder zu spät auf die Arbeit gekommen und wollte mir mal wieder eine dumme Ausrede einfallen lassen, wollte lügen und ich konnte einfach nicht lügen. Es ging nicht. Ich konnte nicht lügen. Ich habe direkt gesagt, das ist meine Schuld, warum wir zu spät sind und so weiter. Also ab da hat sich mein Leben verändert. Dann nochmal 2-3 Wochen später habe ich noch den Film Passion Christi geschaut und da habe ich komplett mein Leben Jesus versprochen, weil das nochmal so ein ganz anderes Level war, das mit eigenen Augen zu sehen. Und Julian. bei mir war die Zeit danach einfach so, dass ich dachte, ich muss auch aus dieser Selbstbestimmtheit, aus dieser eigenen Selbstwirksamkeit, muss ich alles schaffen, weil ich halt auch, wie gesagt, diese Zeit davor mit meinem Vater und mit Julian alles so irgendwie selbst machen musste. Ich musste alles selbst in die Hand nehmen, ich musste alles schaffen, ich musste der Starke sein. Mhm. Und ich durfte so gesehen auch keine Schwäche zeigen, weil ich dachte, boah, wenn ich das mache, dann geht es meinem Papa nicht gut. Dann macht er sich Schuldgefühl, aber auch Julian. Und das hat sich dann halt bis später hin zugezogen, dass ich dachte, boah, ich muss das alles schaffen und mir darf es nicht schlecht gehen und das muss jetzt so sein und das und das und das und das. Aber ich habe es nicht hinbekommen. Das ist gängig. Weil irgendwann dieser Punkt kommt, dass du merkst, dass dieses eigene Feuer in dir einfach nicht mehr kann. Weil diese äußeren Umstände so krass sind, dass du einfach nicht mehr da rauskommst. Und das hat sich dann über die Laufe der Jahre halt weiter hingezogen, bis dann auf einmal irgendwann letztes Jahr der Punkt kam, das war ziemlich weird, das hat mich meine Mutter nochmal dran erinnert, dass wir bei uns im Garten waren, ich hatte Freunde da und ich habe zu meiner Mutter einfach gesagt, ja, red doch mal mit meinen Freunden über Jesus. Und ich hatte gar nichts mehr mit dem Glauben an Hut. Also es macht gar keinen Sinn. Es macht gar keinen Sinn, aber ich dachte, hey, warum nicht? So. Und ja, und dann ging die Story so ein bisschen weiter. Dann hat halt hier Johannes, Julian, Firas und Co., die waren alle auf einmal crazy drauf, über Gott geredet, über die Bibel geredet. Ich dachte, was geht mit denen ab? So, ich kannte die ganz anders. Ich wusste, wie die drauf sind. Auf einmal reden die nur darüber. Und dann zwangsläufig, dadurch, dass die dann halt bei uns waren, war ich dann halt auch so ein bisschen da drin. Ne? Und das hat mich halt nochmal dazu gebracht, nochmal mehr Interesse zu zeigen, nochmal dieses eigene Feuer wieder zu entdecken, was Gott anbelangt, dieses Interesse daran. Was hat er für mich gemacht? Und das hat dann schlussendlich dazu geführt, dass ich im Oktober letzten Jahres für mich selbst bei mir im Schlafzimmer mein Übergabegebet gebetet habe, habe mir auf YouTube einfach so ein Video geholt, mit Musik hinterlegt und dann hier der Text und dann gekniet und komplett 15 Minuten lang nur geflennt. Und danach war ich ein anderer Mensch. Ich habe einfach gemerkt, dass diese innere Zerbrochenheit so stark ist und dass ich die niemals alleine gefixt hätte. Niemals, das hätte nicht funktioniert. Aber diesen Frieden, den man bekommt durch Gott, den kannst du durch nichts ersetzen.
Also das ist nicht dieser irdische Frieden, den man bekommt von irgendetwas, keine Ahnung, Frauen, Familie, Geld, sondern du hast wirklich diesen himmlischen Frieden. Probleme können kommen, das ist klar, aber du hast Gott. Und wenn du Gott hast, ist alles möglich. Und das war für mich so meine Reise dahin. Das war jetzt ein bisschen kürzer als bei ihm. So, also zumindest vom Reden her. Aber doch, das ist meine Story. Wie hast du in dem Zusammenhang den Tod von deinem Vater dann einsortiert? Wie hast du das so, weißt du, so klar gekriegt? Ja. Wo war Gott und wie war das? Und wie kannst du Frieden haben? Mein Vater hat seine eigenen Entscheidungen getroffen. Er ist für sein eigenes Leben verantwortlich. Diese Eigenverantwortung kam mir später auch zugute, dass ich gesagt habe, ich bin dafür verantwortlich, welchen Schritt ich gehe. Und ich bin auch dafür verantwortlich, wenn ich mal stolper. Das ist mein Ding. Aber den Unterschied macht es, was mache ich danach? Hebe ich meine Hände oder mache ich hier den? Mhm. Das ist wirklich so das, was ich dann früher gemacht habe. Mhm. Und mein Vater konnte da nichts für. Er hat seine eigene Entscheidung getroffen und es ist gut, so wie es ist. Und ich bin fein damit. Und ich weiß, dass das alles so ist oder alles so, wie es jetzt ist, ist gut. Du hast uns am Freitagabend, wir haben die Extended Version gehört, die müsst ihr dann euch selber holen, wenn ihr die möchtet. Ich weiß nicht, ob das zu persönlich ist, aber ich erinnere mich, du hattest auch in diesem Abschied nehmen von deinem Vater auch nochmal Gelegenheit, dass ihr wirklich euch nochmal ganz tief begegnet seid. Ja, wir hatten, also mein Vater ist im Hospiz gestorben, weil das so die Endstation für ihn war. Das war das Beste, was uns als Familie passieren konnte. Und in dieser Zeit ist unsere Familie halt nochmal mehr zusammengewachsen. Und auch die Beziehung zwischen meinem Vater und mir, wir konnten uns aussprechen, weil unsere Beziehung so ein bisschen davon geprägt war, dass ich das Gefühl hatte, ich bin nie gut genug. So, mein Vater hatte viel höhere Anforderungen als die ich ihm überhaupt geben konnte. Und wir hatten halt die letzten Monate so eine schöne Zeit und so eine wertvolle Zeit, dass ich sagen kann, dass egal was gewesen ist, ich weiß, er hat sein Bestes versucht und ich werde ihn immer lieb haben. Super, vielen Dank. Johannes, Frage 4 geht zuerst an dich. Was würdest du anderen sagen, denen es ähnlich ergangen ist wie dir? Warum sollten die sich auf Gott einlassen? Leute, die vielleicht da sind, wo du noch vor anderthalb Jahren warst. Ja. Was sagst du zu denen? Erstmal zu dem Punkt, Leute, die gar nicht an Gott glauben, würde ich sagen, geh einfach mal raus und schau dich um. Denkst du wirklich, dass es alles aus Zufall entstanden? Weil egal, was man sich anschaut, alles zeigt auf einen Erschaffer, alles zeigt auf einen Designer, alles ist perfekt. Alle Naturkonstanten, das macht alles keinen Sinn, dass das alles Zufall ist. Weil nur eine Kleinigkeit, egal wo anders, und nichts würde funktionieren, nichts würde existieren. Wir würden alle nicht hier sitzen. Und deswegen, Gott ist real, ganz klar. Und dann würde ich mir anschauen, wer ist der echte Gott, wer ist der wahre Gott? Und das ist eigentlich ganz einfach herauszufinden, weil wenn man wirklich mal die Bibel liest, wenn man sich die Reliability der Bibel anschaut, dass sie die ganzen Prophezeiungen der Bibel, die hunderte von Jahren vorher geschrieben wurden, bevor sie passiert sind, wenn man einmal Jesaja 53 liest, was 700 Jahre vor Jesus Geburt geschrieben wurde, was ganz klar Jesus sein Leben beschreibt, das kann sich kein Mensch ausdenken. Und es gibt noch viele, sehr, sehr viele andere Sachen in der Historie. Die Bibel ist ja kein Märchenbuch. Man findet alles, was in der Bibel steht, findet man in der echten Welt. Und wenn man einfach die Augen aufmacht, dann findet man das. Und dann weiß man, dass das die Wahrheit ist. Und wenn man dann auch mit ein bisschen Glaube daran geht und wenn man anklopft, Jesus wird die Tür aufmachen. Und deswegen, ich kann es jedem nur ans Herz legen. Vielen Dank. Ich hatte das Bild vor Augen, dass wir so sind wie Kinder im Kindergarten. Wenn wir im Kindergarten sind, dann haben wir vielleicht mal einen kleinen Unfall, wir sind gestolpert, haben uns eine Schramme am Bein geholt oder haben irgendwie ein Problem mit jemandem oder jemand hat uns geärgert. Und dann gehen wir heim zu unserem Papa und sagen ihm das und sagen ihm hier, das und das ist passiert, das und das ist passiert. Aber wir haben, oder wir wissen, dass wir da selbst dran schuld sind oder die Person, die uns dann halt gehänselt hat oder keine Ahnung was. So, und wir gehen heim und wir wissen, wir können in den Arm von ihm und wir können in ihm Zuflucht finden. Und er macht alles wieder gut. Und es ist egal, wer das gemacht hat, Gott ist nicht schuld. Das ist nämlich gerade passend gewesen, dass du das gesagt hast. Sondern wir hier auf der Erde, wir leben hier und Gott ist da oben. Aber wir müssen einfach unsere Hand ausstrecken und müssen ihn ergreifen. Das macht den Unterschied. Und wir sollten nie die Schuld etwas Äußerem geben, sondern wir sollten die Eigenverantwortung tragen. Und
wir sind dafür verantwortlich, was wir in unserem Leben machen. Und Gott ist, wird da, wenn Gott ist, hat da Verantwortung für, aber dann müssen wir ihm die Hand reichen. Das ist der Unterschied. Und hab keine Angst davor. Wer da irgendwie Probleme mit hat oder wer da Angst vor hat oder wer da irgendwelche Ängste hat oder Wut, ich kann das verstehen, aber mach beide Hände hoch, am besten nicht nur eine. Glaub mir, du wirst es nicht bereuen. Die Liebe, die du bekommst, wirst du niemals auf der Welt bekommen. Und glaub mir danach, wenn du es gemacht hast, dann komm zu mir und dann sagst du, ja, so hab ich sie gesagt. Okay, steht nicht auf dem Zettel, aber ein allerletzter Satz, den du vielleicht noch sagen möchtest, Johannes. Ave Christus Rex. Okay. Übersetzt? Jesus Christus ist König. Amen. Er hat dich schon geliebt, als deine Eltern noch nicht mal deinen Namen wussten. Wow, super. Vielen, vielen Dank. Das war ziemlich cool. Ich bedanke mich bei euch. Und wir wollen noch praktisch werden. Und Firas, bist du mutig und spontan? Dann komm mal zu mir. Danke euch. Bitte nehmt Platz. Ja, ihr. Und das Lobpreisteam, kommt ihr? Lieber Livestream, gleich seid ihr wieder draußen. Wenn die Musik kommt, müssen wir uns verabschieden aus Lizenzgründen. Aber wenn du das gerade gehört hast, will ich ganz kurz mit dir beten. Und wenn du sagst, ich will die Einladung zum Hochzeitsmahl annehmen, dann sag, Herr Jesus, ich nehme deine Einladung an und ich will dir gehören, ich will dir mein Leben geben und dir so nachfolgen wie die zwei Jungs. Amen. Und wenn du das gemacht hast, dann schreib eine E-Mail an unseren Pastor, E-Mail-Adresse pastor@cclm.de, und wir schenken dir gerne was und schicken dir was zu. Und mach nicht alleine weiter, sondern such dir eine Gemeinde. Wir sind cool, andere sind auch cool. Finde einen Ort, wo du Jesus findest. Wenn du den Leuten sagen müsstest, warum sie die Einladung annehmen sollten, ich mache jetzt mal das 3-Minuten-Ding, was der Bernd da so sich überlegt hat. Was würdest du ihnen denn sagen, Firas? Also, diese Welt ist voller Hass, diese Welt ist voller Kummer. Warte ganz kurz. Also, ist es? Andere? Jetzt? Ja, diese Welt ist voller Neid, voller Hass, voller Kummer. Ich stand schon so oft an der Wand und wusste nicht, wo es weitergeht. Ich bin in Hass zerfallen. Ich war an meinen Knien. Ich habe, oder wie viele wahrscheinlich auch, habe ich Gefallen daran gefunden, anderen Menschen Böses zu wollen, sie zu beneiden. Das hat mir Freude gemacht und ich habe keinen anderen Ausweg gefunden, außer anderen Leuten die Schuld zu geben für mein Versagen, für mein Kummer, für meine Trauer. Und das habe ich als Rechtfertigung gesehen, anderen Leuten Schlechtes zu tun. Ich habe gesagt, ich wurde schlecht behandelt, das muss ich andere schlecht behandeln. Aber dann kam der Herr und der Herr ist gnädig und der Herr ist Liebe. Und er hat gesagt, mein Kind, es gibt einen anderen Weg. Komm in meine Arme und ich sage euch, wer Jesus Christus in sein Leben akzeptiert, der wird nicht nur Königskind, ihm steht das ganze Erbe des Königreichs Gottes zu. Und ich lade euch ein, ihn einzuladen. Ich lade euch ein, ihn einzuladen, denn er ist real. Er ist unter uns. Und wenn ihr nach ihm fragt, spricht mit ihm und er antwortet, öffnet ihm die Tür und er kommt rein. Und ich möchte nochmal, wenn ich schon hier stehe, jeden danken, der für mich gebetet hat. Danke, dass ihr euer Leben Jesus gegeben habt, weil ich würde nicht hier stehen und wissen, was nach dem Tod passiert und wissen, dass ich irgendwann zum Herrn komme ohne euch. Und ich will gesagt haben, lang lebe Jesus Christus. Amen. 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 Danke. Lass uns miteinander aufstehen. Und die Susan hat uns ein Lied vorbereitet, das zum Ausdruck bringt, dass wir die Einladung annehmen. Und das ist jetzt unser Bekehrungsaufruf, Übergabegebet, dass du quasi singst. Du entscheidest dich für Jesus Christus. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht aber auch wieder. Weißt du, die große Einladung, die hört nicht auf. Du
entscheidest jeden Tag, ob du Gott ignorierst oder so lebst, wie er sich's vorgestellt hat. Und das, was die drei erzählt haben, ist sowas von stark. Und ich bin so begeistert über die vielen jungen Leute. Es gibt auch Frauen. Ich mache mit euch auch mal ein Interview. Da müsst ihr mal bei uns zum Pizzaessen kommen, aber das machen wir noch. Und ich möchte dich so ermutigen, diesem Werben des Heiligen Geistes nachzugeben während dem nächsten Lied. Und wenn du weißt, ich habe heute eine Entscheidung zu treffen, entweder gibst du das erste Mal bewusst Gott dein Leben, so wie die drei das beschrieben haben, oder du weißt, du hast Gott ignoriert, du warst bockig und zickig und du sagst heute, ich ignoriere dich nicht länger, ich entscheide mich dir zu folgen, dann komm doch während dem Lied zum Kreuz und dann wollen wir euch noch dienen. Aber zuerst singen wir und entscheiden uns. Und wer die Entscheidung trifft, schäm dich nicht, stell dich genau dahin. Das ist alle Segen. Und du vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt sagst, Jesus ist meine Nummer eins oder er soll sie wieder werden. Okay? Amen. Jesus sagt, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt.